Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS19 XXL Farm. So, wir pressen jetzt noch schnell die Ballen hier fertig. Also nochmal das Vorgewende fertig pressen. Und dann werden wir diese Ballen einsammeln. Und nebenbei immer wieder unsere Helfer abtanken. Einwandfrei. So. Zack. Zack. Da kommt ein Ball nach dem anderen raus. Das gefällt mir. So, ich werde auch immer besser mit dem Lenkrad hier zu fahren. So. Helfer J hat einen fast vollen Korntank. Ich schaff das noch bis runter. Na, es ist erstmal egal. Ich glaube nicht, dass er es schafft. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr eng. Und er schafft's. Wegen 230 Litern. Hat das gerade noch so gepackt, ey. Puh. Haben wir es gerade so geschafft, dass er nicht stehen bleibt. Aber das fahren wir einfach mal schnell ins Lager. Das fahren wir jetzt einfach schnell ins Lager und lagern wir einfach mal ein.
So. Ja, ob wir es dann noch mal schaffen, ihn vielleicht abzutanken. Das wage ich zu bezweifeln. Und diese Bäume müssen hier weg. Nee. Nee, nee, nee. Haben wir nicht noch mal geschafft. Aber der hat ja auch nicht mehr viel, also der wird noch mal runterkommen, denke ich. Schauen wir schnell nach. Ja. Der kommt auf jeden Fall noch mal runter. So. Ja, moin. Elfer, Helfer, Elfer hatten fast vollen Korntank. Aber lass mich hier noch schnell die Ballen pressen. Und dann fahre ich dich ab, mein Freund, versprochen. Wie fährt er denn? Der fährt runter zu. Das steht eh falsch. Der steht eh falsch. So. So. Fassen wir noch den einen Ballen hier voll. So, dann fahren wir ein Stück zurück. Laden den ab und fahren wieder ran. Packt er auf jeden Fall. So, und wir tanken dann den dabei dann ab. So, kurz warten, bis er sich hier gefangen hat. So, jetzt. Das gerne dein Rohr ausfahren, mein Freund. So, also er lädt auf jeden Fall bei uns rein. Ganz, ganz schnell abtanken, dass er dir durchfahren kann, um endlich die Ernte einzufahren. Komm, ich fahr jetzt einfach neben dem her, bis der fertig ist. Dann fahren wir das Zeug ins Lager und fahren mit dem LKW runter zum Abtanken. Und dann können wir mit dem Traktor da, weiß ich nicht, keine Ahnung, Ballen sammeln oder so. Genau.
Haben wir auch eine Verwendung für den Traktor gefunden. Komm, lad deine 18.000 Liter ab. So. Ja, definitiv, die Bäume müssen weg. So. Müssen wir Stroh einsammeln und gucken, dass wir Kalk streuen können. Ja, jetzt steht da. So. Fahren wir hier zum Portsilo und beim Zurückfahren stellen wir die Anhänger beim Händler ab und nehmen den Sammelwagen mit. So. Einwandfrei. Dann haben wir 84.000 Liter schon mal hier. Da bin ich vom Pedal abgerutscht. So. So, zurückfahren, den Ballensammelwagen schnappen. Dann geht's los. Ist halt die Frage, wo stellen wir den hin? Ach, gerade über die Verkaufsfläche am besten. Hier reinfahren. Na, da hinten sind glaube ich Parkplätze. Wenn da kein Auto steht, können wir es da hinstellen.
So. Da, wo wir sie jetzt abgestellt haben, stört sie keinen. Ah, ist doch rückwärts fahren, nicht vorwärts. So. So. Ja, nehmen wir einfach mal den hier und dann tun wir hier sammeln. Der ist eigentlich für Silage gedacht, also für Silageballen, der Sammelwagen. Aber das ist mir egal. Ja, es ist halt ein bisschen komisch, die Animation, ne? So, nächster Ballen, bitte. Danke. Ja, so 17, 18 ist ein gutes Tempo. So. Hoppala. Perfekt so. Ja, klasse. Sind es 15 Ballen. Ja, fast voll im Korntank. So, aber gut, meine Freunde, das wär's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.